Ach du teurer Weihnachtsmann. Das Personalportal Headhunter beschäftigt sich in der Regel mit der Suche nach Arbeitnehmern und dem Anbieten von Arbeitgebern für alle Bereiche des Erwerbslebens. Jetzt in der Saison zum Jahreswechsel kümmert man sich auch um Väterchen Frost und Schneeflöckchen. So hat das Portal umfangreiche Analysen erstellt und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass in diesem Jahr die Dienstleistungen des Weihnachtsmanns und des Schneeflöckchens schon für durchschnittlich 2500 Rubel zu haben sind. Zumindest sind dies die Preise in der Nordwestregion Russlands, zu der auch Kaliningrad gehört. Wer professionell über die Vorfeiertage und die Feiertage weihnachtliches Personal sucht, also zum Beispiel Supermärkte, muss durchschnittlich 37.500 Rubel Gehalt auf den Tisch packen. Im Jahre 2016 waren es noch 38.700 Rubel. Allerdings war Weihnachtspersonal im Jahre 2015 schon für 30.000 Rubel zu haben. Eine ziemlich heftig ausschlagende Gehaltssinuskurve für die letzten 3 Jahre. Eine Chance, als Väterchen Frost eingestellt zu werden, hat allerdings nur derjenige, der ein eigenes Auto hat, der es versteht, mit Kindern umzugehen, ein eigenes Kostüm und sonstige Ausstattung mitbringt, schauspielerische Ausbildung oder zumindest beeindruckendes Talent vorweisen kann und der auch stimmlich Väterchen Frost ähnlich ist.